Ich grüße Sie herzlich, liebe Zuschauer, wie immer um dieser Zeit deutschsprachige Sendung Wichtige Fragen. Deutsche Minderheit im postsowjetischen Raum. Wie ist sie eigentlich und was haben damit die englischen Forscher zu tun? Bei mir im Studio Wissenschaftlerin Dr. Concha Maria Höfler. Hallo und herzliche Grüße. Herzlich willkommen eigentlich in Transkarpatien. Concha, erzähl zuerst etwas über sich. Über mich? Ja, über dich. Vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde, erstmal als allererstes. Über mich, ich bin Linguistin, Anthropologin und jetzt in England angestellt in der Politikwissenschaft. Und warum eigentlich Linguistik und Anthropologie hast du ausgewählt? Wie hast du das ausgesucht? Ich habe angefangen, Linguistik zu studieren, weil ich, nachdem ich in der Schule Englisch, Französisch und Latein hatte und dann ein Jahr nach der Schule war ich für ein Jahr in Lateinamerika, in Honduras und habe dann relativ leicht Spanisch gelernt und ich habe mich dann immer gefragt, wie Sprache eigentlich funktioniert, wie die unterschiedlichen Sprachen miteinander zusammenhängen. Und deswegen habe ich dann Linguistik gemacht, allgemeine und theoretische Linguistik im Bachelor. Es war sehr, sehr formal, eine sehr gute wissenschaftliche Grundlage. Und dann im Master habe ich gedacht, das ist schön, dass ich die Bedeutung von Sätzen berechnen kann, aber vielleicht möchte ich eigentlich mehr mit den Menschen zu tun haben, die diese Sprachen sprechen. Und habe dann Intercultural Communication Studies studiert an der Viadrina in Frankfurt-Oder und habe da dann Anthropologie und Soziologie dazu bekommen in den Blumenstrauß an wissenschaftlichen Fähigkeiten und habe mich dann für die Doktorarbeit, würde ich, wenn ich sie in eine wissenschaftliche Schublade stecken müsste, würde ich sagen, dass es linguistische Anthropologie ist. Es ging um eine anthropologische Fragestellung, nämlich um Zugehörigkeit, Grenzziehung und wie das alles im Gespräch hergestellt wird oder in der Interaktion. Und ich habe dann einen mehr oder weniger linguistischen Werkzeugkasten bemüht, um diese anthropologische Fragestellung zu beantworten. Und wie viele Sprachen sprichst du? Fünfeinhalb vielleicht. Also es gibt Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, ganz okay und ein kleines bisschen Georgisch. Ach, wie schön. Gut, also Georgisch, du hast mir mehrmals erzählt, dass du in Georgien warst, mein Lieblingsland. Ich war da noch nie, aber das ist mein Traum. Was hast du da gemacht? Ich habe mich schon für die Masterarbeit mit der griechischen Minderheit dort beschäftigt, weil mein Professor im Bachelor, der dann mein Zweitgutachter, also mein Doktorvater werden sollte, gesagt hat, er macht ein Dokumentationsprojekt dort in Georgien zu Menschen, die vor 200 Jahren aus Anatolien gekommen sind, also aus dem, was heute die Türkei ist, Russisch, Türkisch und Georgisch sprechen und sich als Griechen fühlen. Und ich hatte mich da gerade damit beschäftigt, wie wir Menschen eigentlich Gruppenzugehörigkeiten, Ethnien, Nationalitäten, auch Rassismus dann natürlich immer in der Extremform, wie das eigentlich passiert, wie das hergestellt wird. Und ich habe das gehört und habe gesagt, okay, da will ich hin. Und bin dann für die Masterarbeit 2010 zwei Monate in Tbilisi gewesen und habe mich mit dem Teil der griechischen Minderheit beschäftigt, die zu Hause eine Turksprache spricht, Urum, und habe dann für die Doktorarbeit auch den Teil mit einbezogen der Community, der pontisches Griechisch spricht, dabei herausgefunden, dass für diese Menschen Sprache nicht unbedingt das wichtigste Merkmal ist, um Grieche oder Griechin zu sein, sondern dass vielmehr wichtig ist, die Familienherkunft und die Religiosität, also die Zugehörigkeit zur orthodoxen Kirche, ist das, was relevant gemacht wird, um eine richtige Griechin zu sein oder ein richtiger Grieche. Gut, dann fangen wir mit dem Projekt über ethnische Deutsche im postsowjetischen Raum. Woher kommt die Idee eigentlich, so ein Projekt zu machen? Das ist eine Frage, die vermutlich eher an die Leiterin des Projektes gerichtet wäre, Dr. Ruth Wittlinger.
seit 30 Jahren in England, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit nationaler Identität und kollektivem Gedächtnis in Deutschland. Das heißt, es geht auch viel um die Verarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in Deutschland. Und hat sich dann, nachdem sie da in Deutschland sich viel mit beschäftigt hat, auch angefangen, sich mit Deutschsein und was das eigentlich bedeutet, im Ausland, also nicht in der Bundesrepublik Deutschland, zu beschäftigen. Zum Beispiel in Rumänien und war letzten Sommer auch in Brasilien. Und die Geschichte der Deutschen im postsowjetischen Raum ist eine ganz besondere, wie du ja auch selber weißt. Und eine, die auch von Verfolgung geprägt ist. Also das ist das, was das Moment des kollektiven Gedächtnisses, was mir ganz viel erzählt wurde in den letzten Wochen. Und was natürlich auch in der Literatur schon steht. Das heißt, es ist nicht so, als wäre das ganz neu. Und eben, es sind sehr, sehr viele, wie alle hier wissen, auch sehr viele ausgewandert in die Bundesrepublik beziehungsweise ins deutschsprachige Ausland und teilweise von dort aus auch weiter. Und was in Deutschland langsam ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist, dass es immer noch Deutsche hier gibt. Und Ruth Wittlinger wollte sich gerne damit beschäftigen, wie das eigentlich so ist. Warum sind die noch hier? Wie funktioniert Deutschsein hier? Und mit hier meine ich nicht nur Transkarpatien, sondern den postsowjetischen Raum als Ganzes. Das Projekt beschäftigt sich nicht nur mit der Ukraine. Ukraine ist jetzt das erste Land, in dem wir sind. Das Projekt ist Anfang des Jahres erst angefangen. Das heißt, das ist alles ganz frisch und ganz neu. Und ich gehe jetzt, meine dritte Woche in der Ukraine neigt sich dem Ende zu. Ich werde Ende der Woche wieder ausreisen, leider. Und dann stehen noch Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Sibirien und nächstes Jahr hoffentlich Tadschikistan auf dem Programm. Und wir hoffen, dass wir dann am Ende diese Länder und diese Kontexte, ich meine, auch in der Ukraine ist es ja nicht so, dass Deutsche in der Ukraine irgendwie sehr homogen wären. Das wäre auch langweilig. Sondern dass es eben große Heterogenitäten, Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede nachzuzeichnen, auch vergleichend, ist das Ziel des Projekts. Ja, also sag bitte, wie heißt eigentlich das Projekt und wer finanziert das alles? Eine sehr gute Frage. Ich muss auf meinen Spickzettel schauen, weil es ein Ja, furchtbar kein langer Name ist. Problem. Und zwar heißt das Projekt die Untersuchung der Situation der deutschen Diaspora bezüglich Wahrnehmung, Verständnis und Ausübung von Deutschsein und Deutungsmustern des kollektiven Gedächtnisses in der Russischen Föderation, Ukraine, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. Und es wird gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, also es ist eine deutsche Förderung von der Bundesregierung letzten Endes. Und wir führen es durch in Zusammenarbeit mit den Professoris Jochen Oltmar und Yannis Panagiotidis in Osnabrück, die uns da sehr unterstützen. Und jetzt bist du in Transkarpatien. Was hast du da gesehen? Welche Eindrücke von Transkarpatien hast du? Wahrscheinlich ist auch das nicht neu. Ich habe ein bisschen den Eindruck, ich bin wie in Babel ist auch falsch, weil Babel ja ein Projekt war, wo die Menschen sich am Ende nicht mehr verstanden haben. Was ich hier sehe, ist, dass die Menschen sich ja sehr gut verstehen. Und das ist zum Beispiel die Erwartungshaltung, wenn ich in ein Restaurant gehe und die Kellnerin oder der Kellner spricht mit mir ukrainisch, erwarten sie, dass ich sie hervorragend verstehe und ich antworte dann auf Russisch und es ist überhaupt kein Problem. Ich bin das Problem, weil ich nicht in diesem Kontext lang genug war, um genug Ukrainisch zu sprechen, um da mitzuspielen. Das heißt, was ich sehe, ist eine Vielsprachigkeit, die mir als Linguistin natürlich total großen Spaß macht, die mir auch als Sozialwissenschaftlerin großen Spaß macht, und die ich sehr faszinierend finde. Und wie unterscheiden sich eigentlich die ethnischen Deutschen aus Odessa und aus Transkarpatien? Und unterscheiden sie sich eigentlich überhaupt?
Na, es gibt einen historischen Unterschied. Ich glaube, das kann ich sagen, genau, auch da wieder geht es dann irgendwann um Quellenschutz bzw. Schutz von Gewährspersonen, von Interviewpartnerinnen und Partnern. Was ich hier gesehen habe, was natürlich auch spannend ist, ist, dass viele Menschen in der Familie Schworbisch, also eine deutsche Varietät, sprechen bzw. gesprochen haben. Dass es hier Kinder gibt, die, als sie in die Schule kamen, na, jetzt sind es keine Kinder mehr, aber dass es hier auch immer noch relativ junge Menschen gibt, die, als sie in die Schule kamen, kein Ukrainisch oder Russisch konnten, sondern das in der Schule gelernt haben, weil sie Schworbisch zu Hause gesprochen haben. Und das heißt, es gibt hier in Transkarpatien eine gewisse Kontinuität, weil zwar manche Dörfer nach Westen, nach Osten, nach weiß der Himmel wohin, deportiert wurden, aber eben nicht alle und viele Deutsche hier bleiben konnten, was einen ganz anderen Kontext macht, weil es dann natürlich, sage ich mal, leichter ist, die Sprache und andere Dinge zu pflegen, was mir hier auch immer wieder erzählt wird, was ich in anderen Regionen nicht so sehr gehört habe oder nicht so viel gehört habe, ist, dass es weniger Schwierigkeiten gab, hier in die Kirche zu gehen. Das heißt, das, was irgendwie ansonsten im postsowjetischen Raum gang und gäbe ist, oder dass einfach die Säkularisierung sehr weit war und sehr, sehr, sehr umfassend war, scheint hier weniger der Fall gewesen zu sein. Genau, auch das sind natürlich eher Eindrücke und warten jetzt ein bisschen darauf, mit noch historischem Material angefüttert zu werden, damit da Aussagen draus werden können. Ja, gehen wir ein bisschen zu dem Projekt zurück. Hast du dich irgendwie speziell vorbereitet zu dem Projekt oder nur so angefangen zu machen? Ich habe mich, eine sehr gute Frage, ich habe mich dadurch, dass ich mit der griechischen Minderheit im postsowjetischen Raum oder in Georgien vor allem gearbeitet habe, ist die deutsche Minderheit im postsowjetischen Raum immer so ein bisschen eine Kontrastfolie gewesen, weil, also erstens wurden ja auch Griechen deportiert, aus Georgien nicht alle und nicht in demselben Umfang, gibt es auch unterschiedliche Geschichten. Was sehr ähnlich ist tatsächlich, ist die Aufnahme im koethnischen Heimatland Griechenland bzw. Deutschland, was sowohl für die, ich kann darüber, für meine griechischen Gewährspersonen kann ich darüber sprechen, die eben sehr stark, ja, wie vor eine Wand gelaufen sind. Also unglaublich schockiert waren davon, dass sie 200 Jahre lang durch von allen staatlichen Instanzen, vom Osmanischen übers Russische Reich, durch die Sowjetunion und bis hin ins unabhängige Georgien als Griechen wahrgenommen und angenommen und klassifiziert wurden und das in den Pässen stand und so weiter. Und sie dann nach Griechenland kommen und feststellen, dass sie dort nicht als Griechen angenommen werden, zwar vom griechischen Staat, aber nicht von Leuten auf der Straße, weil sie nicht akzentfrei Standardneugriechisch sprechen. Und nach vielem, was ich weiß, und es gibt natürlich auch Forschungen zu Deutschland, war das für aus Spätaussiedler aus dem postsowjetischen Raum auch nicht unbedingt leicht, in das ja koethnische Heimatland zurückzukehren. Das heißt, Menschen wurden hier sehr lange verfolgt und ausgegrenzt. Selbst wenn sie die Verfolgung nicht mitbekommen haben, gab es die Ausgrenzung in der Schule und im Arbeitsleben als Deutsche, Faschisten, was auch immer. Und kommen dann werden also immer als Deutsche ausgegrenzt und kommen dann nach Deutschland und werden dort plötzlich als Russen ausgegrenzt. Was nach allem, was so zu lesen ist, eine sehr schmerzhafte Erfahrung und eine sehr traumatisierende Erfahrung auch ist, mit der umgegangen werden muss und mit der diese Menschen dann umgehen müssen, was nicht besonders leicht ist. Und dazu gibt es in Deutschland durchaus Forschung. Und wozu es eben sehr wenig Forschung gibt, ist, wie das im postsowjetischen Raum eigentlich aussieht. Also warum entscheiden sich Menschen hier zu bleiben? Warum entscheiden sich Menschen zurückzukehren? Liegt es immer nur daran, dass vielleicht die richtigen Papiere nicht vorliegen? Oder gibt es noch andere Gründe?
Gut, also jetzt machen Sie die Forschung sozusagen vor Ort. Also die fahren in die postsowjetischen Staaten und so weiter. Und was kommt danach? Was kommt danach? Jetzt nach der Forschungsreise in der Ukraine kommt als erstes die Vorbereitung auf Kasachstan und Kirgisistan, weil das dann im Mai, Juni passiert. Das heißt, wie hier auch, geht es dann darum, Kontakte zu knüpfen. Es gibt auch teilweise schon Kontakte, die müssen dann wieder aufgefrischt werden und sagen, okay, dann und dann kommen wir da und dahin. Was auch passiert, ist, dass die Interviews, die ich aufgenommen habe, transkribiert werden. Was ich auch mache, ist, dass ich immer mir sogenannte Feldnotizen mache. Das heißt, nach einem Interview oder wenn mir irgendwas begegnet ist, von dem ich glaube, dass es vielleicht spannend werden könnte, auch wenn das nicht passiert, man schreibt einfach so viel wie möglich über alles Mögliche auf, ungeordnet. Das will dann geordnet werden. Es will dann auch anhand der Transkripte überprüft werden. Wir werden natürlich auch schauen, also es gibt, genau wie gesagt, wir haben erst im Januar wirklich angefangen und dann gab es sehr viel Organisationszeug. Kram zu erledigen. Was auch passieren muss, ist, dass wir noch mal genauer gucken, was es eigentlich an Forschung gibt. Es gibt um bei der Ukraine zu bleiben, zu was gibt es eigentlich zu Deutschen in der Ukraine an zeitgenössischer Forschung? Bislang haben wir sehr wenig gefunden. In allen Sprachen, die ich so spreche. Arbeiten Sie auch mit irgendwelchen Archivmaterialien oder machen Sie es nur so, dass Sie die Menschen nur treffen und von den Menschen Informationen kriegen? Tatsächlich ein bisschen, also das, was an Archivmaterialien aufgearbeitet ist und Wissen und publiziert ist, fließt als Hintergrundmaterial in die Arbeit mit ein. Aber das, was uns tatsächlich interessiert, sind die Geschichten von normalen Deutschen, also von die jetzt gerade leben und ihre Beweggründe, ihre Familiengeschichte, ihre Ansichten, das ist das, was uns interessiert. Es gibt einen Kollege, Hans-Christian Petersen aus Oldenburg, der jetzt im Sommer im Sommer in Odessa in die Archive gehen möchte. Und genau, das heißt, es gibt auch historische Arbeit und historische Forschung, aber das ist nicht das, was wir machen. Wir stützen uns tatsächlich hauptsächlich auf Interviews und so ein bisschen diskursanalytisch auf das, was zum Beispiel der Rat der Deutschen der Ukraine irgendwie im Netz veröffentlicht, das, was irgendwie einfach, sage ich mal, zugänglich ist. Wie kann man eigentlich die deutsche Identität bewahren? Und ob haben hier die Deutschen ihre Identität bewahrt? Das ist nicht eine Frage, die ich beantworten kann, das ist eine Frage, die ich stelle. Also genau, weil das mich, also es ist so, wenn ich in Deutschland auf der Straße fragen würde, was eigentlich Deutschsein ausmacht, und ich frage 10 Menschen, bekomme ich 15 Antworten, mindestens. Und natürlich ist es hier ähnlich. Aus linguistischer Perspektive würde man häufig sagen, dass die Sprache sehr wichtig ist. Wie meine Forschung in Georgien zeigt, ist das gar nicht unbedingt nötig oder nicht immer der Fall. Das heißt, es ist immer sehr kontextabhängig, was eigentlich gerade Deutsch sein, Griechisch sein, Georgisch sein, Ukrainisch sein bedeutet und was irgendwie davon besonders wichtig gemacht wird, auch um sich von anderen, von diesen Kategorien abzugrenzen. Das kann die Sprache sein, das kann Religiosität sein, das kann sowas sein wie das, was Ordnung und Pünktlichkeit sein. Es kann auch Bier trinken sein. Genau, es gibt alle möglichen Klischees. Die interessieren mich natürlich auch. Was mich aber noch mehr interessiert, ist eigentlich die eigene Wahrnehmung oder die eigenen Emotionen hinter diesen Klischees. Und ich weiß es nicht. Aber das ist die Frage, die ich stelle. Ja, mal schauen, vielleicht in 2 Jahren weißt du das schon. Du hast gesagt, dass in Deutschland sehr wenig über die ethnische Deutschen hier im postsowjetischen Raum bekannt ist. Warum ist das eigentlich? Die Menschen interessieren sich dafür nicht oder sind sehr wenig Quellen? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Was natürlich vermutlich, und genau, ich habe dazu keine Forschung gemacht. Ne? Das heißt, was ich jetzt sage, ist irgendwie nicht belegbar. Ja. Mein Eindruck ist ein bisschen, oder das,
Nein, das, was ich dann auch gehört habe, ist, dass Leute sich wundern, dass nicht alle Deutschen nach Deutschland gekommen sind nach dem Ende der Sowjetunion. Das heißt, das Gefühl ist, aber da kamen doch in den 90ern so viele Menschen, wie da sind immer noch welche. Das ist so ein bisschen die, also das, die, dadurch, dass sie wirklich auch die große Mehrheit der Deutschen aus dem post-sowjetischen Raum emigriert ist, oder der Leute, die sich als Deutsche fühlen und die das auch so nachweisen können, dass der deutsche Staat damit zufrieden ist, was ja auch sehr unterschiedliche Dinge sind. Genau, also ich glaube eher nicht, dass es, also erstens ist der post-sowjetische Raum sowieso immer ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Genau, und außer Putin passiert ja nicht wirklich gut. Die Ukraine ist jetzt die letzten Jahre natürlich auch wieder in der Medienlandschaft sehr viel aufgetreten. Aber eben dann auch nicht die Tatsache, dass da noch Deutsche sind. Was bekannt ist, ist, dass sehr viele von hier weggegangen sind. Und ja auch nicht nur Deutsche, sondern auch Juden und Griechen zum Beispiel und auch Ukrainer. Also, ich danke dir sehr herzlich für das interessante Gespräch. Ich wünsche euch beiden, dir und deiner Leiterin, viel Erfolg und mal schauen wir, was kommt in 2 Jahren. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Tschüss!